Da vorne stehen sie. Die beiden Banditen oder Rebellen oder Leute von Ray oder was auch immer. Mal gucken, was die von mir haben wollen. Falls ihr euch übrigens denkt, Moment, du siehst irgendwie ein bisschen anders aus. Das liegt daran, weil ich habe die Kamera so ein bisschen umgestellt und ich zock jetzt mal im Stehen. Frag mich nicht, welcher Vogel oder welcher. Nee, das sagt man nicht. Nee, Vogel ist es. Welcher. Was mich da geritten hat. Es gibt doch dieses Sprichwort. Frag mich nicht, welches mich da geritten hat. Welches Pferd kann das sein? Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr, welches Sprichwort ich meine. Ich weiß es nämlich nicht. Egal. Auf jeden Fall dachte ich mir, nach 30 Jahren kriegt mein Rücken mal ein bisschen Entspannung. Okay, gucken wir mal, was die beiden von mir wollen. Du bist aus dem Lager verbannt. Ach was. Was sagst du da? Ach was. Befehl von Raymond. Ab sofort und unwiderruflich. Du willst mich doch verarschen, oder? Wenn du auch nur einen Fuß in unser Lager setzt, dann mach ich dich kalt. Verstanden? Das kann doch nicht. Dachte ich Du mir. hast schon verstanden. Halt dich vom Lager fern. Und jetzt mach, dass du aus dem Sumpf verschwindest. Ja, abwarten. Okay, ja, sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Meine Mana-Grenze. Lass mich mal schnell schauen. 35 jetzt, komm, zeig her. Meditieren? Reicht es für bitte, bitte. Moment. 160 gelerntes Mana? Jawohl, Zauberkraft Stufe 3. 15 Lernpunkte übrig. Oh Gott, Scott, Scott, Scott. Mir wurde übrigens gesagt, ich kann Scott. Mir wurde gesagt, ich kann Scott mit dem Schnellzauber befehlen, wen er angreifen soll. Also ich muss ihn da nicht unbedingt irgendwie, wenn er irgendwo so gegen die Wand guckt, kann ich ihm befehlen, wen er angreifen soll. Aber nach 20 Jahren Gothic kann ich mir, ich weiß nicht, ob ich mir das merken kann. Jedenfalls, wir haben Scott. Okay, er hat jetzt eine Rüstung. Er hat ein neues Schwert. Oh Gott, bitte, mein lieber Scott, sei jetzt Meister. Ich habe die Mana-Schild-Fertigkeit schon gesehen. Auf der 1, glaube ich. Also, Dester. Es steht wahrscheinlich im Tagebuch, was die macht, aber wenn ich raten müsste, blockt die wahrscheinlich Schaden. Schauen wir mal schnell. Der Mana-Schild. Aktiviert, deaktiviert werden. Robe ausgerüstet, Zauber gezückt ist. Ist er aktiv, Hälfte des erlittenen Schadens absorbiert. Kostet einen Mana-Punkt, das dachte ich mir ja. Mana aufge. Erinnert mich irgendwie an das Schild aus WoW. Wird der Mana-Schild automatisch beendet, wenn ich kein Mana mehr habe? Fertigkeit nützlich, Zauber längeren Vorbereitungszeit erfolgreich zu wirken im Nahkampf mehr aus. Cooldown 0 Sekunden. Tastenkürzel, aha, ja. Ich lasse den einfach mal an, weil ich das hübsch finde. Dieses. Ich habe auch immer diese glitzernde Armbrust auf dem Rücken. Einfach weil ich. Ich gehe erstmal in das Lager und gehe erstmal schlafen. Weil ich finde es ehrlich gesagt schön. Wenn der Charakter ein bisschen glitzert. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Lager zurück, weil ich denke mal, dass es jetzt wahrscheinlich, jetzt nachdem ich rausgeworfen worden bin, geht es wahrscheinlich schon darum, dass wir das für die Eingeborenen zurückerobern. Wenn ich mal rate. Jetzt gibt es aber erstmal ein Bett. Hat da gerade jemand geschrien? War das der eingesperrt war? Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Auf meine innere Uhr ist Verlass. Da ist wohl was dran. Okay, gucken wir mal, was sich hier so geändert hat. Ich habe jetzt ein paar Lernpunkte, die ich theoretisch in Zauber investieren könnte. Sei gegrüßt, Kollege. Sei gegrüßt, Kollege. Also ich könnte jetzt theoretisch was Neues lernen. An Zaubern. Oh, Zauberkraftstufe 3, oh. Die muss ich gleich mal irgendwo testen. Hey. Du hast da eine schicke Robe an. Sieht mir verdächtig nach Schwarzmagier aus. Vielleicht habe ich ja auch einfach nur mehr Stil als du. Vielleicht habe ich ja schon deine Eingeweide verflucht, während wir hier reden. Hast du? Tja, habe ich das? Ich mag ihn, ich mag ihn. Jetzt mal im Ernst. Wer bist du überhaupt? Ich bin Kirai. Und mehr brauchst du nicht zu wissen. Du kannst mir lieber verraten, wieso die mich hier gefangen halten. Naja, vielleicht, weil du versucht hast, mich zu
töten? Und wen interessiert das? Tja, ich bin eben beliebt. Verschwinde, bevor ich mich übergeben muss. Ich mag ihn echt, aber ich glaube, das liegt am Sprecher. Dieser Sprecher ist einfach, oh. Dieser Sprecher, oh. Ich könnte jetzt was zu Enderal spoilern. Theoretisch. Weil, was ich natürlich nicht tue. Aber ein Charakter in Enderal, mit dem war man unterwegs und am Schluss hatte man ein bestimmtes Ende mit dem. Und ich war, ja, das Ende war traurig. Und dann hat mir der Sprecher, weil er den Stream gesehen hat, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, weil da habe ich Enderal gestreamt, da hat er mir eine Sprachdatei geschickt und hat gesagt, oh Plass, ganz ehrlich, glaube nichts, was da passiert ist. Glaub mir, es ist alles, ich sitze immer noch in Hamburg irgendwo und bereite meine Rache vor und so. Und ich so, ja, ja. Das hat mich, ich liebe diesen Sprecher. Hey, Bogia. Also er kann mir wahrscheinlich eine Rüstung herstellen, aber warum sollte ich die brauchen? Ich schau mal schnell. Der Rauswurf, genau, das muss ich Chiran berichten, das dachte ich mir schon. Tempel, alle Informationen, das muss ich auch zu Chiran bringen. Ob das noch Probleme bereiten wird, vermutlich. Ach ja, die Pilze. Hallo Sarah. Das riecht aber lecker hier. Das riecht aber lecker hier. Ich habe Pilze gefunden, die ich noch nie gesehen habe. Oh, das sind ja Hügelpilze. Die habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Dann viel Spaß. Kannst du daraus etwas kochen? Na aber, hallo. Warte nur ab. Ja, ich verschmäh sie lieber mal nicht, weil das letzte Mal hat sie mir doch einen ganz leckeren Eintopf gemacht. Hier hast du eine Portion. Iss, bevor es kalt wird. Ich habe noch mehr für dich. Hier sind noch mehr von den Tempelpilzen. Wunderbar. Dann fange ich besser gleich an zu kochen. Ja, immer nur her damit. So Pilzragout stelle ich mir zwar eklig vor, aber her damit. Riechst du es schon? Oh, den Duft von leckeren, modrigen Pilzen. Hier, diese Portion hast du dir redlich verdient. Und jetzt iss, bevor es kalt wird. Der arme Held, der darf jetzt 3 Pilzragout-Dinger futtern. Ich geb's auf. Tempelpilz regeneriert die Hälfte des maximalen Lebens. Stärke jetzt. Aha, Stärke plus 2. Aha, Lernpunkte plus 1. Okay, soweit so gut. Ich würde gerne mal irgendwo einen Feind treffen. Ich will jetzt Scott sehen, ob der endlich Meister ist. Ich meine, gerade war er, glaube ich, Kämpfer. Er muss jetzt Meister sein. Was ist so wichtig, dass du mein Training unterbrichst? Du warst irgendjemand, der mit mir das Rebellenlager angreifen wollte. Stört mich nicht beim Training. Stört mich nicht beim Training. Okay, ich muss wahrscheinlich erst mit Chiran reden. Ich gehe mal stark davon aus, dass er in seiner Höhle vielleicht ist. Aber wisst ihr, was ich echt gerne machen würde? Ins Banditenlager zu gehen und einfach alle umbringen. Weil die sind mir jetzt wahrscheinlich feindlich gesinnt, wenn ich raten müsste. Aber ich würde so gern dahin gehen und einfach alle umbringen. Ich meine, es ist immer so eine Sache, weil Mods rechnen mehr oder weniger damit, dass man erst den gedachten Weg geht. Der gedachte Weg wäre jetzt zu Chiran. Ich sag nur Odyssey. Odyssey ist da die schlimmste Mod überhaupt. Weil da darfst du nichts machen, was die Quest nicht vorhersieht, weil sonst machst du dir permanent dein Spiel kaputt. Fürchterlich! Aber ob ich mal reinschauen sollte? Ich habe auch mal probiert, mich in Gothic 2 ins Banditenlager reinzukämpfen. Einfach die Quest nicht zu machen und einfach mich zu Raven durchzukämpfen. Und das ging schon auch. Okay, jetzt will ich mal Scott sehen. Der ist Meister. Der ist Meister. Er ist Meister. Cool. Oh ja, der ist auch mit der Waffe Meister. Jetzt muss ich so lange ihn beschwören, dass er mit einer Zweihandwaffe spawnt. Weil mit einer Zweihandwaffe sieht der einfach noch viel cooler aus. Okay, schön zu wissen, der ist Meister. Hübsch, hübsch. Und ein zweiter Zauber schadet vielleicht wirklich nicht. Wobei selbst das Gift macht zwar keinen Schaden, aber selbst wenn dieser Dot keinen Schaden macht, ist der Giftzauber trotzdem nicht schlecht. Oh, jawohl, Scott.
Oh ja, cool, cool. Jetzt habe ich ihn richtig... Okay. Lieber Scott, jetzt geht's los. Okay, ihr seid mir wahrscheinlich alle feindlich gesinnt, oder? Nee, Moment, die sind mir gar nicht feindlich gesinnt. Speichern, schauen wir mal. Mal schauen, was Kyle sagt. Das muss ein Kater von mir sein. Halt, warte mal. Kyle, schön dich zu sehen. Bist du bescheuert, hier einfach so herumzulaufen? Was soll das? Wieso? Was ist denn? Du wurdest verbannt. Ray hat uns Gardisten aufgetragen, dich umzubringen, sobald wir dich sehen. Er will mich tot sehen? Ja. Ich verstehe das nicht. Bitte hilf mir, das zu verstehen. Keine Ahnung. Was hast du angestellt, dass Ray so einen Hass gegen dich hegt? Das ist ein wenig kompliziert. Das ist egal. Versuch es wenigstens. Na gut. Lass mich kurz meine Gedanken sammeln. Genau, dass ich mich mit den schwarzen Magiern verbünde. Ich meine, ich habe irgendeinen Magier im Tempel gesehen, aber wieso hätte ich das denn Ray erzählt? Wenn ich mich mit den Schwarzmagiern verbündet hätte, hätte ich doch auch nicht gesagt, dass ich Ryanus im Tempel gesehen habe. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Bis es mir Ray nicht selber erzählt, weiß ich nicht, was er glaubt. Jiran glaubt, dass Ray sich mit Schwarzmagiern verbündet hat. Mit Schwarzmagiern? Was für Schwarzmagier? Ach, jetzt. Die sind hinter so einem Amulett her. So genau verstehe ich das auch noch. Ach, jetzt. Dieses Amulett soll auf jeden Fall eine Menge Macht besitzen. Wie kommt Jiran darauf? Das will ich nicht glauben. Die Zeichen sprechen eindeutig dafür. Also, sag Jiran. Was glaubst du, wieso Ray niemanden in den Tempel lässt? Oder wieso er nicht nach seinem Gardisten Brad gesucht hat? Brad? Ray hat uns erzählt, dass er abgehauen ist. Ich habe eine Tagebuchseite von Brad gefunden, die etwas anderes erzählt. Ray soll uns belogen haben? Das wird ja immer schöner. Hör zu, wenn das wirklich stimmt, dann stecken wir alle in großer Gefahr. Möglich? Was hat Ray nur vor? Das weiß ich auch noch nicht, aber bestimmt nichts Gutes. Und was habt ihr jetzt vor? Erstmal dafür sorgen, dass die Schwarzmagier dieses Amulett nicht in ihre Finger bekommen, schätze ich. Wenn es irgendetwas gibt, das ich für dich tun kann, dann lass es mich wissen. Ich werde dafür sorgen, dass die Nachtschicht von Rocco übernommen wird. Soweit ich weiß, steht er auch nicht hinter Rays Entscheidung, dich rausgeworfen zu haben. Ach was. Danke. Du hast was gut bei mir. Aber lass dich nicht von den anderen Gardisten erwischen. Hörst du? Ich gebe mein Bestes. Was ist, wenn ich's doch tue? Ich meine, jetzt verstehe ich's. Jiran glaubt, dass Ray sich mit denen verbündet hat. Ach so, ich hab Fall. Okay. Jetzt verstehe ich's. Okay, dann macht es Sinn. Und weil ich den Schwarzmagier in dem Tempel von Cardimon gesehen habe, dachte jetzt Ray wahrscheinlich, ich weiß zu viel. Ich will da aber trotzdem rein. Ich will gucken, was jetzt hier passiert. Wieso steht ihr denn hier draußen rum? Hey Johnny. Hey Johnny. Ungewohnt, dich mal vor dem Lager anzutreffen. Ach, du bist's. Hab von deinem Rauswurf gehört, weiß aber keiner warum. Was hast denn angestellt? Also, das war so. Sag's besser nicht, vielleicht will ich's auch gar nicht wissen. Vielleicht besser so. Ich weiß, dass du in Ordnung bist. Das ist nett von dir. Habe auch nichts anderes von dir erwartet. Du hast gefragt, was ich hier vom Lager mache. Ivan, Finn und ich sollen das eingeborene Dorf im Auge behalten. Ach was? Spezialauftrag von Ray höchstpersönlich. Hey, und weswegen steht ihr dann hier rum? Hier seht ihr das eingeborene Lager aber nicht. Wieso sollt ihr das Dorf im Auge behalten? Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, worauf wir achten sollen. Ich habe den Befehl von unserem Captain und der hat ihn von Ray. Shrike könnte mir jedenfalls auch keine Antwort auf diese Frage geben. Ja, aber ist wahrscheinlich hier besoffen. Sehr seltsam, wenn du mich fragst. Ja, war wahrscheinlich hier besoffen. Aber ich vertraue Ray. Er hat uns bisher immer richtig geführt. Sonst wäre unser Lager schon längst vor die Hunde gegangen. Ah ja, ich will stärker hey, werden. Finn. Na, die gute Sumpfluft genießen? Oder was machst du sonst hier draußen? Das ist eine sehr gute Frage. Nachdem mich Ray befördert hat,
hat er Johnny, Ivan und mich auf eine Sondermission geschickt. Eine Sonder? Was ist das für eine Mission? Das kannst du besser Johnny fragen. Er hat das Sagen. Ist auf jeden Fall eine ziemlich sinnlose Aktion, wenn du mich fragst. Naja. Aber zumindest sind wir die Ersten, die was von dem Fleisch abbekommen. Könnte mich dran gewöhnen. Naja. Und allemal besser als das, was ich jetzt unter Hector machen dürfte. Naja. Ich meine, Sondermission ziemlich sinnlos, deswegen immer noch. Ihr könnt das eingeborene Lager nicht betrachten, wenn ihr hier rumsteht. Was macht Hector denn gerade? Du warst es doch, der ihm mit dieser Höhlensache geholfen hat, oder? Er ist mit zwei Männern losgezogen, um die Erzvorkommen freizuschürfen. Ach was. Ein Glück, dass Ray andere Pläne mit uns hatte. Du kannst ihm ja mal einen Besuch abstatten. Dann freut er sich vielleicht. Ach was. Ach was. Hallo, Ivan. Hey, Ivan. Hey, was steht an? Ah, kriege ich dich also doch nochmal zu Gesicht. Dein Rauswurf hat schon die Runde gemacht. Diese Rüstung. Viele können Raids Entscheidung nicht verstehen. Du hast so viel in dem Lager geholfen. Hast du dich mit ihm gestritten oder so? Tja, kann man so sagen. Ah, dann bist du wahrscheinlich auch selbst schuld. Aber einen deswegen rauszuwerfen, ist auch nicht die feine Art. Wir sind hier unter Banditen. Was erwartest du? Hey, das war jetzt unter der Gürtellinie, mein Freundchen. Ach, aber was soll's. Passiert ist passiert. Vielleicht legt sich das ja wieder. Vielleicht. Ich denke, so einfach ist das nicht. Tja, wie du meinst. Ich will jetzt mit dem Türsteher reden. Ich will kein Einhänder lernen, ich will mit dem Türsteher reden. Ich will gucken, ob der mich angreift. Und wenn ja, frage ich mich, ob ich mich einfach ins Lager reinkämpfen kann. Du drückst dich auch vor der Arbeit. Hab ich recht? Nein, Mike, tu ich nicht. So, als hätte den Bogen rausgehabt. Ihr noch was? Hey, Aldo. Hey, Aldo. Aldo, wie geht's dir? Schon viel besser dank der Medizin. Gut, dass wir Jiran haben. Ohne ihn wären wir schon ziemlich aufgeschmissen. Und was gibt es so Neues im Lager? Eigentlich ist alles beim Alten. Aber mir kommt es so vor, als wäre die Garde ein wenig strenger geworden. Spannungen liegen in der Luft. Ich weiß nicht, was los ist, aber es ist bestimmt nichts Gutes. Kannst du dir einen Reim darauf machen? Vielleicht gibt es ja einen neuen Dieb. Was weiß ich. Naja. Letztes haben sie Quentin erwischt, wie er sich an Rays Sachen zu schaffen machte. Möglicherweise ist das jetzt Rays Art, damit umzugehen. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn das wieder vorbei ist. Ach, naja, dann scheint Jiran im Lager zu sein. Wenn sie sagen, oh, ich bin so froh, dass ich Jiran habe. Ich dachte, er wäre woanders, weil dann muss ich mich wohl ins Lager reinkämpfen. Vielleicht. Hey, was macht die Jagd? Danke der Nachfrage. Die läuft in der Tat ganz gut. Wobei seit kurzem ziemlich komische Biester ihr Unwesen treiben. Ach was. Aber sag mal, ich habe gehört, dass Ray dich rausgeworfen hat. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Er wird schon seine Gründe haben, aber... Na toll, jetzt darf ich wieder alleine jagen gehen. Aldo ist immer noch nicht ganz fit, obwohl die Medizin schon seine Wirkung zeigt. Also, wir sehen uns. Ja, ja. Und tut mir leid, dass du nicht mehr dabei bist. Na, schon gut. Er wird seine Gründe gehabt haben, wie du sagst. Was sagt denn jetzt eigentlich die Gilde? Gildenloser Stufe 17. Sowas aber auch. Hallo, Quentin. Na, alter Halunke. Ich hab gehört, du bist erwischt worden. Na, was verschlägt dich hier nach draußen? Ich wurde erwischt. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder hier draußen bewähren. Mann, hast du ein Pech. Man lebt. Aber du wurdest komplett rausgeschmissen, oder? Hat man dich etwa auch erwischt? Ja, wahrscheinlich. Wie auch immer. Wenn du Dietriche brauchst, dann weißt du ja jetzt, wo du mich findest. Du willst die Sache nicht an den Nagel hängen? Na, hör mal. Du kennst mich. Sicher. Würde ich auch nicht. Einmal Dieb, immer Dieb. So, der Letzte bist noch du. Beziehungsweise, alles klar? Na, alles klar bei dir? Dass du dich hier nochmal blicken lässt. Die Gardisten wollen dich am liebsten tot sehen. Mach dich lieber vom Acker. Nein. Das weiß ich. Aber solange sie mich nicht erwischen. Wie du meinst, ich kann den Rauswurf ohnehin nicht ganz nachvollziehen. Hast doch jedem hier ein bisschen unter die Arme gegriffen. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich vorübergehend ins Dorf verziehen. So lange, bis hier wieder Klarheit herrscht. Klarheit? Naja, musst du mir ja nicht erzählen. Bei Bedarf kann ich dir ja ein paar Sachen anbieten. Mhm. Bin sozusagen der Händler hier vor dem Lager. Okay. Wieso wusste ich davon noch nichts? Du hast nicht gefragt. Ja, er sah von Anfang an schon wie ein Händler aus. Zeig mir, was du zu bieten hast. Zeig mir, was du zu bieten hast. Einen Ring der Gewandtheit, einen einfachen Gürtel. Nö. Ich meine, ich könnte ganz viel Schrott verkaufen und ganz viel Geld damit verdienen, aber...
Vielleicht ist das jetzt so der Part, wo man das Geld irgendwann nicht mehr braucht. Schauen wir mal. Kannst du mir auch Ware der anderen Händler beschaffen? Das nicht. Aber ich schlage dir einen Deal vor. Von was für einem Deal reden wir hier? Für eine kleine Provision, schließlich ist das Konkurrenz, könnte ich die Händler bitten, vors Lager zu kommen. An was für eine Provision hast du denn gedacht? 3000 Gold. Sagen wir 30 Goldbrocken? Das geht in Ordnung. Ich kann dir also einfach Bescheid geben, wenn ich einen der anderen Händler vor dem Lager treffen will. Ja, genau so sieht's aus. Aber vergiss nicht, ich bin auch noch da. Triff dich mit ihnen am besten da vorne am Lagerfeuer, sonst erwischen dich die Wachen noch. Und das wollen wir ja nicht. Ich will jetzt echt mal sehen, was die Wachen sagen. Der letzte, mit dem ich noch reden muss, ist der hier. Gib mir etwas von deinem Eintopf. Und jetzt gucken wir, was passiert. Na, damit hast du den Skeptik abgeschossen. Du, keinen Schritt weiter. Krieg ich dich doch noch. Die hauen sich ja den Schädel ein. Naja. Natürlich ist das so nicht gedacht, aber ich würde so gerne gucken, was passiert, wenn ich mich da einfach reinkämpfe. Ich wollte schon sagen, aus irgendeinem Grund ist man manchmal beim Zaubern so am Boden festgesteckt. Und dann kann man nicht... Und dann kann man sich nicht mehr bewegen. Also ich könnte ihn schon töten, aber... Ach nee, ich glaube, das ist so nicht gewollt. Wir gehen lieber mal raus. Das ist so nicht gewollt. Ich könnte... Oder soll ich mal einen Speicherstand machen und mich trotzdem reinkämpfen? Nee. Wobei, ich heb mir vielleicht einen Speicherstand mal auf und guck mir das dann selber mal an. Vor... Keine Ahnung, reinkämpfen. Dass ich keine Umlaute mache. A, E, I, nee. Also Ä und Ö und Ü und sowas. Das ist, glaube ich, so ein ITler-Ding. Ich mache nie solche... ihr wisst schon was. Blöde deutsche Schriftzeichen, die sowieso außer uns keiner benutzt. Aber ich muss doch rein wegen Jiran, oder nicht? Ja, vielleicht schaue ich da mal vorbei. Vielleicht muss ich da mal weiterkommen, bis ich... Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es entweder bei Drakosch weitergeht... Hieß der so? Also bei dem Anführer des eingeborenen Lagers. Aber ich habe jetzt keine Lust zu reden. Ich will ein bisschen kämpfen. Komm, wir kämpfen mal ein bisschen. Ich will mal Scott in Aktion sehen. Ich kämpfe mich jetzt erstmal ein bisschen durch das Lager durch, weil... Also durch den Sumpf durch, weil ein bisschen Erfahrung schadet nie. Und dann... Komm, schlag zu! Zack! Das sieht mit der Meisterhaltung so geil aus. Schlag! Zack, zack! Auch wenn er jetzt nicht so viel Schaden macht. Oh, cool. Cool. Ich sollte ihm eigentlich... Moment mal, Scott, tut mir leid. Grüße Adanos von mir. Bitte spawn mit einer Zweihandwaffe. Ich finde diese Zweihandmeisterhaltung so geil. Ach, der hat noch Cooldown, okay. Ich will ihn mit der Meisterhaltung sehen. Los, Gott, los! Okay, während ich auf seinen Respawn warte, schaue ich mal schnell in die Höhle rein. Ich könnte auch bei Belia nochmal vorbeischauen, wobei es war jetzt kein Kapitelwechsel. Ich meine, die Lerngrenzen sind hochgegangen, aber ich weiß nicht, ob sich... Ich warte vielleicht auf einen Kapitelwechsel. Los, Gott! Los, 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 los! Zweihand, 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 Zweihand! Verdammt! Okay, dann halt nicht. Dann warte ich mal beim nächsten Mal, habe ich mehr. Zauberkraft Stufe 3. Ja, ja. Okay, ich denke mal, die Höhle, da redet er von der hier. Vielleicht hat er den Durchbruch gemacht und vielleicht komme ich jetzt da in den Canyon rein. Hier ist Gott, du kriegst die nächste Chance. Zack! Das heißt, die nächste Chance. Ich muss immer noch warten. Es tut mir leid, Scott. Es tut mir leid, es tut mir leid. Schönen Tod. Ja, ich werde trotzdem noch auf die Zweihand-Variante warten. Jetzt machen die Gegner mal richtig Schaden. Die Zauber mal richtig Schaden. Okay, Scott muss noch ein bisschen warten.
Tja. Ich weiß noch, wie ich bei den Sumpfratten mal mit meinem Gammelschwert 3 Stunden dagestanden bin. Okay, nächste Chance, komm. Hier irgendwas Neues? Nee. Ich gehe auch nochmal, vielleicht beim nächsten Kapitelwechsel oder so, gehe ich den Sumpf nochmal schnell ab. Und schau mal, ob ich überall noch irgendwas finden kann. Zweihand! Jawoll! Zweihand und jawoll. Und einen Bogen. Bogen finde ich eh cooler als Armbrüste. Los, Gott! Oh ja! Die Zweihand-Meisterhaltung. Komm, schlag zu! Zack, zack! Komm, ich helfe dir ein bisschen. Ach, er würde mehr Schaden machen, wenn ich ihm sagen würde, greif nur im Nahkampf an, weil mit der Nahkampfwaffe weichen die ja immer aus und machen so einen Rückwärtsschritt und blocken und solche Sachen, was dann immer viel, viel Zeit kostet. Wenn sie einfach mit dem Bogen angreifen würden, würden sie einfach durchziehen. Aber die Zweihandmeisterung hat einfach so unglaublich viel Stil. Oh ja, die Bogenmeisterhaltung. Ja, ich werde ihm nicht sagen, dass er nur mit Fernkampf angreifen soll. Okay, der nächste, dann Snapper. Da kommen, glaube ich, ein paar mehr, oder? Nee. Jawoll. Ich kann eigentlich auf Scott schießen und kann ihn so... Ich kann immer auf Scott zielen. Wenn er die Gegner so auf sich zielt, kann ich alles auf Scott schießen und der Flächenzauber tötet dann die ganzen Viecher, die ihn gerade angreifen. Das ist richtig gut gemacht. Tötet niemanden mehr. Dass man Scott nicht schaden kann. Ach, Scott. Ja, mittlerweile, jetzt ist er wirklich hilfreich. Jetzt ist er tatsächlich nützlich. Es sieht auch nur so aus. Ich meine, er war auch vorher schon nützlich, aber dieses, ich sag euch, diese Meisterhaltung. Weil was viele Leute nicht wissen, was man, glaube ich, hauptsächlich in MMORPGs lernt, Aussehen macht auch Schaden. Wenn eine Waffe besser aussieht, macht sie einfach grundsätzlich 25% mehr Schaden. Wenn eine Waffe in Spielen glitzert, wie zum Beispiel die magische Armbrust, dann macht sie auf ihren normalen Schaden einfach mehr, da macht sie einfach noch mehr Schaden obendrauf. Und desto besser die Rüstung aussieht, desto besser schützt die auch. Das ist so ein System, was viele Leute, was man nicht erklären kann, was man selber rausfinden muss, um zu beweisen, dass das stimmt. Desto besser eine Waffe aussieht, desto mehr Schaden macht sie. Glitzern, noch mehr Schaden, desto besser die Rüstung aussieht, desto mehr schützt die. Das ist einfach so. Das ist auch der Grund, warum die Klaue Belias so unendlich viel Schaden macht. Und das ist auch der Grund, warum ich mit dieser glitzernden Waffe auf meinem Rücken permanent durch die Gegend laufen würde. Das ist genau wie mit dem Feuerbogen. Ich ziehe den einfach an, weil er einfach gut aussieht. Also ich denke mal, der hat von der Höhle geredet. Von da hinten, schätze ich mal. Oder ja, da hinten steht schon einer. Ja, da arbeiten sie gerade durch. Aber alle zu mir, dass wir die Kills kriegen und nicht die Leute, die da gerade von oben kommen. Ja, der ist zu nah dran. So, schön meine Erfahrung. Alles klar, das sind sie. Gucken wir mal. Die werden wahrscheinlich noch eine Zeit brauchen, bis sie sich hier durchkämpfen. Ich hätte wahrscheinlich erstmal mit Jira oder erstmal mit den Leuten im Lager reden sollen, aber ich habe ja einen Teleport. Also ich teleportiere mich jetzt gleich in den Sumpf zurück. Weil hier wird es jetzt eh noch nicht weitergehen. Die sind wahrscheinlich in Kapitel 3 oder so dann hier durch. Wenn ich raten müsste. Na, wenn das nicht meine Verstärkung ist. Na. Ob er noch nicht mitbekommen hat, dass ich rausgeworfen wurde? Hallo, Hector. Was treibt dich in diese Höhle? Selbstverständlich das Erz. Habe ich dir davon nicht erzählt? Doch, hast du. Und ich habe dir berichtet, dass es verschüttet ist. Das ist zwar ein Hindernis, aber kein Grund, einfach aufzugeben. Siehst du diese zwei Saufköpfe da vorne? Die sind doch für irgendetwas gut. Naja, scheint nicht so. Wenn die beiden so weitermachen, dann ist der Weg in einigen Tagen schon frei. Das ist zwar nicht so schnell, als wenn meine eigenen Jungs das machen würden, aber denen hat Raymond schon eine andere Aufgabe zugeteilt. Ach, manchmal kann dieser elitäre Ex-Soldat ein ganz schöner Arsch sein. Aber das bleibt unter uns, hörst du? Na dann, viel Erfolg.
Nee, nicht so voreilig. Solltest du mir nicht eigentlich helfen? Naja, eigentlich nicht. Ich sehe übrigens nicht, wie diese zwei Saufköpfe hilfreich sein sollen. Die fallen hier nur irgendwo durch die Gegend. Wobei soll ich dir helfen? Siehst du diese kleine Höhle vor uns? Da haben wir eigentlich unser Nachtlager. Jetzt haben sich da aber gerade ein paar ziemlich miese Viecher breit gemacht. Kannst du die erledigen, bevor sie unsere ganzen Vorräte auffressen? Natürlich. Bist du nicht ein besserer Kämpfer als ich? Das steht natürlich ganz außer Frage. Aber wenn ich mich hier wegbewege, wer schützt dann die beiden Saufköpfe? Oh, also... Dachte ich mir. Und, schaffst du das? Wird schon schief gehen. Gut, dann frohes Schlachten. Wow! Ist der... Bitte lass den unsterblich gewesen sein. Wo ist der? Der ist doch gerade gestorben. Ah ne, sie sind beide noch am Leben. Wow! Ich dachte jetzt, der wäre tot, aber... Selbst wenn, ich glaube, der ist unsterblich. Hoffentlich. Okay, gucken wir mal. Ich könnte auch einfach aus der Reichweite rausgehen, dann werden die, glaube ich, wieder an ihre Hack-Animation rangespawnt. Oha! Ah, nur ein paar Snapper. Okay, warten wir mal ein bisschen auf Mana und dann ballern wir mal da hoch. Ich glaube, kein einziger dieser Snapper kommt hier lebendig an mich ran. Okay, Scott, du bist soweit. Ja, er hat zwar gesagt, in ein paar Tagen, und es sieht doch schon so aus, als ob es offen wäre, aber die... Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es bis zum nächsten Kapitel noch dauern wird. Wobei, die sind jetzt beide verschwunden. Ist es wirklich offen? Ja, ich wollte schon sagen. Ah ja, der eine ist wieder richtig hinteleportiert. Okay, alles klar. Hallo, Snapper. Naja, okay, vielleicht kommen sie doch lebendig an mich ran. Nein, ich stehe mit dem Rücken zu den... Okay. Ja, ich stand mit dem Rücken zu dem einen, ansonsten hätte ich schön gegen die Wand laufen können. Ja, das musst du aber besser machen, Scott. Du sollst mich gefälligst beschützen. Pff, lächerlich. Was bist denn du für ein Beschützer? Los, beschütz mich, Scott! Jawoll! Seht ihr, so ungefähr hatte ich mir das eigentlich... Ach, da leben noch welche. So ungefähr hatte ich mir das eigentlich erst, ups, auch beim ersten Mal schon gedacht. Glück. Glück. Speichern, Glück. Kommen die hier raus? Ach, Rudelführer, okay. Was? Das habe ich mir auch immer schon im Minental gedacht. Wenn du dann den Rudelführer findest und der Rudelführer sieht einfach aus wie ein ganz normaler... Moment. Der Rudelführer sieht einfach aus wie ein ganz normaler Snapper. Da dachte ich mir damals schon immer, der Rudelführer sollte anders aussehen. Ich muss gerade nur an den Rudelführer aus dem Minental denken. Au. Lass mich in Ruhe. Komm, wir prügeln ihn beide kaputt. Ach, Scott. So, droppst du irgendwas? Nein. Zufälligerweise Krallen, die ich bei Lutero abgeben muss? Nein. Ach, da lebt ja immer noch einer. Tja, easy. So, Quest erledigt. Und ich denke, jetzt muss ich mich wahrscheinlich wegteleportieren. Ich das gar nicht mal aufnehmen kann. Das war wahrscheinlich alles, was ich hier machen konnte. Und dann rede ich mal mit Drakosch, weil wenn ich raten müsste, ist das so ein Gothic 1 Ding. Wenn man vorher beim alten Lager war und dann rausfliegt, weil das alte Lager, naja, dich irgendwie rausschmeißt, dann gehst du halt zum neuen Lager. Also ich denke mal, ich schließe mich jetzt dann wahrscheinlich dem eingeborenen Lager an. Hallo Hector!
Eure Höhle ist sauber. Gut gemacht. Jungs, wir machen erstmal eine Pause. Jungs! Okay, viel Spaß beim Pause machen. Warte mal. Was macht das Hacken? Das Fasso wie eine Schasure. Bloß das will ich auf Kreuzel herumhacken. Soll er auf Stein. Der ist ja immer noch besoffen. Kann sich wohl alles schön reden. Der ist ja immer noch besoffen. Ahoi. Es geht nichts über Brandix rum. Prost. Er hat gesagt, ihr sollt eine Pause machen. Zum Sumpf. Und tschüss. Okay, ich denke mal, Jiran ist vielleicht... Hallo, Varan. Jiran ist vielleicht immer noch im Lager. Also soll ich mich wahrscheinlich mit Jiran im Lager irgendwie treffen und wahrscheinlich gehen wir über das... Lasst mich in Frieden! Wahrscheinlich gehen wir über das Eingeborenenlager rein, wenn ich raten müsste. Also reden wir doch mal mit dem ich mit Sicherheit hätte reden sollen. Nämlich entweder mit Varrak oder mit Drakosch. Hallo Drakosch, na wie geht's? Hey Drakosch. Möge Adanos alle Zeit über dich wachen. Dann ist es Varrak. Dann ist es vermutlich Varrak, wenn er denn da oben momentan gerade ist. Weil es gab mal irgendeine Quest. Ich glaube, der Typ, der da oben gerade am Trainieren ist, der so ein bisschen wie Gorn aussieht, der hat irgendwann mal gesagt, wir unternehmen mal was gegen das Rebellenlager. Also wenn ich raten müsste, greifen wir das wahrscheinlich an. Ah, Jiran, na was haben wir denn da? Zauberrezepturen, hallo Jiran. Ah, da bist du ja wieder. Was machst du denn für ein Gesicht? Morgan hat im Tempel auf mich gewartet und hat mich aus dem Lager geschmissen. Er hat was? Wieso sollte Ray das zulassen? Er hat's befohlen. Da fragst du den Falschen. Deshalb hat sich Ray also nach dir erkundigt. Was hast du ihm denn erzählt? Dass ich Neugeborene zum Frühstück verspeise? Nicht, dass es die überhaupt im Rebellenlager geben würde. Ich habe ihm nur erzählt, dass du mir hilfst, das Mysterium um die Erdbeben zu lüften. Und dass du vermutlich bald im Sumpftempel anzutreffen seist. Ob Ray etwas gegen deine Forschungen hat? Ich wüsste nicht, wieso das der Fall sein sollte. Außerdem hätte Raymond mich dann auch rausgeworfen, oder nicht? Na, dich braucht er noch. Auch wieder wahr. Vielleicht. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, ich würde Raymond kennen. Erzähl mir doch einmal, was du bei deiner Teleportreise herausgefunden hast. Vielleicht bringt uns das weiter. Eine ganze Menge. Einem anderen Magier, Ryanus, den ich sofort umgelümmelt habe. Ich bin einem anderen Magier begegnet. Tatsächlich? Was war das für ein Magier? Es war der gleiche Magier, den ich schon in der eingestürzten Mine gesehen habe. Er hat eine dunkle Robe getragen. Was hat er gesagt? Nicht viel. Er hat mich angegriffen, nachdem ich ihn auf die Goldmine angesprochen habe. Außerdem hat er sehr viel hochgestochenes Zeug geschwafelt. Ah, ein Schwarzmagier also. Offenbar hast du ihn besiegen können. Naja, fast. Er hat sich in drei Personen aufgeteilt. Mit irgendeinem Zauberspruch. Aber am Ende lagen dort nur zwei Leichen. Wahrscheinlich hat er sich aus dem Staub gemacht. Ah, wie es scheint, bist du glimpflich davongekommen. Naja. Schwarzmagiern wird große Macht nachgesagt. Vermutlich hat dieser dich unterschätzt. Dein Maß an Vertrauen zu mir ist schmeichelhaft. Du bist dir also sicher, dass es der Magier war, den du in der Mine gesehen hast? Ganz sicher. Dafür würde ich meine Hand in Innos heiliges Feuer legen. Belia. Kann ich mir keinen Reim machen. Was ist noch passiert? Ja, und eine Steintafel. Ich habe diese Steintafel im Tempel dort gefunden. Lass mal sehen. Ja, und Goblins habe ich getroffen. Mal schauen, ob ich ihm das erzähle. Ah. Die Geschichte von Adanos Amulett. Du kennst sie bereits? Na hör mal. Jeder Diener Adanos hat zumindest schon einmal von dieser Legende gehört. Das Amulett, das zu mächtig war, um es einem Menschen alleinig anzuvertrauen. Und daraufhin in vier Teile zerbrochen wurde, um die Welt vor großem Unheil zu bewahren. Das bestätigt auf jeden Fall, dass du in einem Tempel Adanos warst. Und noch dazu in einem Tempel, der lange Zeit nicht mehr betreten wurde. Bis auf diesen Magier. Richtig. Was er wohl vorhatte. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Vielleicht nicht. Hast du sonst noch etwas gefunden?
Das Fragment, ja. Ja, Adanos Artefakt, ich muss irgendwie an Gothic 3 denken. Dieses Fragment hier habe ich auch noch im Tempel gefunden. Das ist doch... Ist das möglich? Was ist? Es ist also wahr. Was ist wahr? Das, was du da gefunden hast, muss ein Teil des Adanos-Amuletts sein. Du meinst, das Amulett aus der Legende? Es kann nicht anders sein. Ich spüre die Macht Adanos ganz deutlich. Auch wenn nicht mehr viel davon übrig ist. Jetzt wird mir so einiges klar. Wir waren leichtgläubig zu denken, dass es sich hierbei nur um Erdbeben handelt. Sondern? Was ist denn los? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Siehst du es denn nicht? Nein. Was soll ich sehen? Die Erdbeben, der Schwarzmagier, das Amulett. Das hängt alles zusammen. Deshalb also der große Adanos-Tempel. Ich hätte es wissen müssen. Halt! Jetzt einer nach dem anderen. So, dass ich es auch verstehe. Es kann nur einen Grund gegeben haben, wieso der Schwarzmagier dort war. Das Amulett. Da komme ich noch mit. Und weiter? Wenn du ihn genau nach dem Einsturz der Mine während eines Teleports gesehen hast und du ihm dann in einem anderen Tempel begegnet bist, dann liegt die Vermutung nahe, dass er sich in diesem Augenblick dorthin teleportiert hat. Ja. Die Erdbeben könnten also zu einer Art Teleportritual gehören, das die Schwarzmagier praktizieren. Und wieso sind wir diesen Magiern bisher noch nie begegnet? So groß ist der Sumpf nun auch wieder nicht. Jetzt denk doch mal nach. Was ist der einzige Ort im Rebellenlager, den du noch nicht betreten hast? Der Tempel. Also... Du erinnerst dich, was genau neben der Goldmine ist? Der Tempel. Die Arena. Der Tempel. Und daneben? Der Tempel. Oh. Ich sehe, du hast es begriffen. Die Magier müssen sich im Tempel aufhalten. Die Frage ist nur, was Raymond damit zu tun hat. Und wieso er dich rausgeworfen hat. Und vor allem, wieso er nicht auch mich rausgeworfen hat. Wenn ihn meine Forschungen doch zu stören scheinen. Naja, du solltest besser mal nicht zurückgehen, mein Lieber. Du solltest besser mal hierbleiben. Wie geht es jetzt weiter? Eine gute Frage, auf die ich noch keine Antwort habe. Ich muss darüber nachdenken. Tu das. Aber eines ist sicher. Ich darf nicht zulassen, dass diese Magier das Amulett in die Finger kriegen. Wenn es wirklich so mächtig ist, wie die Legende berichtet, dann kann daraus nichts Gutes entstehen. Die viel wichtigere Frage ist, wirst du mir dabei helfen? Du meinst, ob ich noch weitere von diesen unheimlichen und verfluchten Tempeln bereisen will? Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Natürlich! Das freut mich zu hören. Es wird viel zu tun geben für dich. Sarkasmus ist ihm wohl kein Begriff. Natürlich machen wir das. Wo soll ich jetzt bleiben? Naja, ich werde jetzt wahrscheinlich beim Eingeborenenlager aufgenommen. Wo soll ich jetzt bleiben? Gilden, noch heißt es gildenlos. Ins Rebellenlager kannst du jetzt nicht mehr zurück. Aber vielleicht kannst du hier im Dorf bleiben. Varak, was sagst du dazu? Unter diesen Umständen sehe ich da kein Problem. Du solltest aber vorher noch mal mit Drakusch darüber sprechen. Okay. Sag ihm, dass du meine Erlaubnis hast. Ich werde ihn noch über die Situation aufklären. Erwähn aber vorerst nichts von dem Amulett. Besser, wir behalten das für uns. Klingt nach einem Plan. Dann wäre das geklärt. Und was mich angeht, ich werde wie gewohnt jeden Abend ein wenig abseits des Lagers auf einer Bank sitzen, falls du noch etwas von mir wissen oder lernen willst. Was, wie gewohnt? Frische Luft beflügelt die Forscherseele. Sagte er, während er in einem Sumpf gefangen war. Ganz mein Humor. Außerdem werde ich versuchen herauszufinden, was Raymond mit diesen Magiern zu schaffen hat. Wenn ich Neuigkeiten habe, dann werde ich hier im Dorf auf dich warten. Dann viel Erfolg. Was, von welcher Bank redet der? Alte Steintafel. Hier. Lass mal sehen. Noch mehr Zauber aus WoW? Pyroschlag. Nee, das wäre Innos. Hier steht beschrieben, wie man einen Zeitspalt erzeugt. Gothic 3. Zeitspalt? Wenn ich es recht verstehe, dann lässt sich damit die Zeit um dich herum verlangsamen. Schwarzes Erz. Sicher bin ich mir aber nicht. Ich werde diese Steintafel Varak geben, damit er sich damit befassen kann. Schwarzes Erz. Falls dich dieser Zauber interessiert, dann sprich später mit ihm noch einmal darüber.
Ja, wenn ich raten müsste, schwarzes Erz. Okay, so, ich rede mal mit Varrak und auch mit Drakosch, aber erstmal in Klickety-Klack der nächsten Runde. Okay, so, jetzt bin ich dann bald wohl, wie ich es mir gedacht habe, beim eingeborenen Lager. Und wenn ich raten müsste, greifen wir die wahrscheinlich an. Ist nicht die Magie Teil von uns selbst? Dann, wenn ich raten müsste, greifen wir die wahrscheinlich, da hätte ich Endlust drauf. Wenn wir alle zusammen das Rebellenlager stürmen und sie einfach alle platt machen. Sowas hatte ich mir immer schon gewünscht, auch in Gothic 2, dass irgendwie die Orks am Schluss Corines angreifen und dass man irgendwie Corines vor den Orks schützen muss in so einem riesen Angriff. So, ich meine, Returning hat das auch mal probiert, die Mod, aber einfach auf dem schlechtesten Weg. Da waren einfach auf einem Platz vor Onas Hof 500-600 NPCs und es ist viel zu viel für diese alte Gothic-Engine. Das war ein Geruckel ohne Ende. Ich habe keine Ahnung, warum die Entwickler dachten, das ist eine gute Idee. Weil kein Mensch kann das spielen. Ich meine, die Idee auf dem Papier klingt sie gut, aber im Spiel nicht. Das ist ähnlich wie bei Lore. Lore hat eine Riesenwelt ohne Ladezonen, was schon eine gute Idee ist, aber hat leider nur auf dem Papier, weil die ganze die ganze Gothic-Engine kommt damit einfach nicht zurecht. Die Speicher- und Ladezeiten dauern ziemlich lang. Irgendwann fängt es dann so ein bisschen das Ruckeln an. Ist schade. Da so kleinere Unterwelten würde besser passen. Hier, Jakindar zum Beispiel ist super. Jakindar ist ja nicht besonders groß. Okay, ich habe schon gespeichert. Wunderbar, das soll's sein. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und dann, ja, gucken wir mal, was passiert. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.